Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tagebucheintrag. Heute geht es um Undine von Friedrich de la Motte Fouqué. Jawohl, das ist eine Pflichtlektüre in Sachsen, dem Grundkurs am Gymnasium. Ja, also Lektürekanon ist das drin. Es ist so ein frühromantischer Roman und es ist eben nicht allzu schön. Meine Handzeichnung hin. Hallo, meine Handzeichnung. Hier kommen die Handzeichnung. Ja, und ich habe natürlich auch angezeichnet, was so wichtig war und so. Hat ganz gut funktioniert. Auch recht angenehm. Habe natürlich einen Haufen Notizen auf dem Reader, aber naja. So dann, wenn das Buch abgeschlossen ist, alles gelöscht. Was ich zu der Undine zu sagen, es ist ein recht einfaches Buch, hat 100 Seiten. Seht ihr vielleicht hier, 100 Seiten. Die letzte Seite ist aber ins Impressum, die erste Seite das Deckblatt, also ungefähr 98 Seiten. Kostet ungefähr 2 Euro. Ich weiß jetzt nicht genau, was das kostet. Liegt kommt in die Kommentare, wenn ich es nicht vergesse. In die Bildkommentare, in die Beschreibung. Wenn man sich als normales Taschenbuch kauft beim Hamburger Leseverlag oder wie das auch immer heißt, kommt man billiger. Es kostet nur 1,50 oder so etwas. Ja, die 50 Cent machen sich aber dadurch bezahlt, dass man eben das Buch wieder parat hat, immer überall. Man kann auch mal irgendwie was zwischendrin anderes lesen. Und ja, mir hat das Leben gerettet. Ich war in der Schweiz, habe das mittlerweile gelesen, weil ich es jetzt nicht mehr hätte brauchen müssen, aber ich habe es gelesen. Und ja, ich hatte dabei auch noch, konnte ich noch was anderes lesen. Andere hatten Lektüre mit eingepackt, aber gerade das kleine Heftchen vergessen. Naja, egal. Was ist sonst zur Handlung zu sagen? Sie ist recht einfach gestrickt, einfach gehalten, wenig Charaktere, sehr, sehr mystisch gehalten, aber nicht nach meinem Geschmack. Wer Fabelwesen mag und böse, böse Wassergeister, für den ist das Buch etwas, aber sonst ist es nichts. Mir hat es nicht gefallen. Wenn ihr es schon gelesen habt, lesen musstet, wie auch immer, in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, das wäre jetzt erstmal zu der Review dieses kleinen Werkes aus dem Mittelalter, 1800, aus der Romantik, 18 irgendwas wurde es geschrieben, ich weiß jetzt nicht die genauen Daten, ist mir ehrlich gesagt auch reichlich egal, denn ich hätte es erst im nächsten Schuljahr lesen müssen. So, und jetzt etwas zu meinem Kanal, falls ihr das mitbekommen habt, jawohl, es sind in der letzten Zeit nur noch Real-Life-Videos gekommen, beziehungsweise die Auswertung von der Formel 1, das liegt daran, dass mein Rechner kaputt ist, wer es noch nicht mitbekommen hat, heute kam ein Anruf, die Festplatte ist definitiv hinüber, die Daten darauf ist wahrscheinlich verloren. Dementsprechend muss ich sagen, werde ich demnächst nur noch Real-Life-Videos oder solche Videos hier hochladen. Was danach wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, es wird noch irgendwann etwas Neues geben. Aber das ist noch nicht ganz raus. Ich muss auch erstmal im Allgemeinen gucken, wie es da mit meinem Kanal weitergeht. Ich muss ja eher erstmal installieren. Und da wird bestimmt auch einiges verloren gehen, was Straps ist und so etwas. Das muss ich mir erstmal wieder besorgen. Und das wird auf alle Fälle einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich schätze, Anfang August wird vielleicht mit etwas Glück alles wieder laufen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao, bis zum nächsten Video.